Jo Leute, wie geht's euch und was macht ihr so? Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft. Und zwar möchte ich dieses Mal dieses etwas verhunzelte Minecraft-Partchen vom letzten Mal wieder gut machen, was ein bisschen halt aus dem Fugen geraten ist, weil da nicht wirklich viel passiert ist. Und zwar heute eine halbe Stunde Minecraft. Und ja, ich habe gerade schon angefangen, ein bisschen was zu zeigen. Hier nochmal. Wir müssen halt hier gerade rum. Hier ist nochmal die Bubble Tea Werbung. Canca-Breeze. Ich packe die mal ganz ins Bild. Bei dem Let's Show konnte ich jetzt eigentlich auch kurz was. Da. So, jetzt ist es für kurze Zeit da gewesen. Dann ist hier noch ein Bild von Öno Island. So, hier ist halt noch so ein anderes Wallpaper, was ich ein bisschen zugeschnitten habe. Also ich fand das ganz nett und deswegen habe ich es halt auch in den Part dann. Ah, Quatsch, ins Texture Pack mit rein involviert. Nein, ich werfe jetzt nicht mit Fachbegriffen um mich. Ja, gut. Jetzt kommen wir zum Friedhof. Den habe ich nämlich um einiges netter aussehen lassen. Ja, hier ist halt jetzt überall an diesen Streifen ist jetzt halt immer Farn und so. Hier sind so kleine Blümchen, hier sind Rosen. Auf dem Kreuz selber sind auch noch mal Blumentöpfen. Ein paar Sachen drin. Okay. Ja, das war's auch schon mit dem Friedhof. Kann ich gleich auf der Liste mal abhaken. So, jetzt bin ich fertig. Ja, was als nächstes? Ich kann euch schon mal sagen, der heilige Baum. Ja, und zwar kann dieser Baum nur auf Gold wachsen. Deswegen ist er auch hier so und dann halt und so weiter und hast du nicht gesehen. Ja, und der Baum ist ziemlich hoch, höher als der hier, der, also dieses riesige Baumhaus. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Da sind wir auch schon. Und ist hier halt oben nur eine Baumkrone. Und das war's dann auch schon wieder. Mehr kann man zu diesem Baum eigentlich gar nicht großartig sagen. Der kann auf der Liste auch abgehakt werden und weiter geht's. Ach, es wird gerade Nacht. Dabei kommen Lichteffekte besonders gut. Fackeln und so. Und ja, ab geht's in den Blumenladen. Yay! Hier gibt's allerlei Pflanzen für zu Hause. Teilweise auch menschenfressende, aber Pflanzen. Ja, und wenn hier noch was Neues kommt, halt, dann werde ich das hier noch reinpacken, weil ich hatte keine Pflanzen mehr, die irgendwo im Blumenpot reingingen. Hier stehen halt dann immer so Sachen: Minibusch 1,20 Euro, Rosen und Blume 2 Euro. Hier steht noch nichts, weil da noch nichts ist. Pilz 50 Cent, Farn 1,50 Euro, Setzling 2,50 Euro. Und hier ist dann halt nochmal das Wallpaper, was ich bearbeitet habe und nochmal mit reingefügt habe. Jo, geht's hier weiter. Ich habe bei den Apartments habe ich jetzt hier nur noch den Kopf oben dran gebastelt, damit man weiß, dass hier NPCs wohnen. Das war aber eigentlich auch schon der ganze Zweck. So, dann habe ich mich halt entschieden, hier wo Mr. Enderman LPs Disco war, ist jetzt nur noch so ein Feld hier mehr oder weniger. Das habe ich ausgehöhlt und jetzt wird hier noch Wasser platziert. So. Na also, es funktioniert doch wieder. So, 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 so. Ja, und das ist halt jetzt nur so ein kleiner Teich, falls noch irgendwie Fische oder so oder andere Ozeanmobs dazukommen später. Wir werden es uns angucken. Und was auch noch hier später kommt, das ist natürlich der Ausbau hiervon. Da komm schon, springen. So. Der Ausbau hiervon, der wird natürlich auch noch sehr wichtig sein. So, hier habe ich schon einen kleinen Ansatz zu Claras Insel gemacht. Von der Brücke. In dieser Brücke soll man halt hier noch rüberkommen. Auf diesem Landstück hier, das wird auch noch quadratisch gemacht und alles. Da hatte ich nur leider noch nicht ganz die Zeit zu. Beziehungsweise ich habe mir für andere Sachen die Zeit genommen in dem Moment. Und ja,
Das wird dann noch kommen, dass da halt eine riesige quadratische Fläche ist, auf der noch Wohngrundstücke sind und dann können alle meine Kollegen halt, die da mitmachen wollen beim Let's Play, auch noch ihre eigenen Häuser bauen. Wenn ihr jetzt auf meine Schule geht, dann können wir uns ja mal treffen und also ich werde jetzt nicht sagen, wie meine Schule heißt, aber wir können uns auch mal treffen und halt dann ein bisschen was zusammen aufnehmen und ihr könnt dann auch ein Haus bauen. Das werde ich dann let's schauen. Wahrscheinlich könnt ihr das auch selber bauen beim Part labern und ich bin dann halt dabei. Und ja, wir sind jetzt im Aquarium. Das ist so ein Clownfisch-Aquarium hier auch und gleich noch ein viertes daneben und auch noch ein fünftes. Sonst wäre es ja nicht so lustig. Hier sollten eigentlich Tintenfische drin sein. Die habe ich letztes Mal reingesetzt. Auf jeden Fall ein Becken für Mobs. Jo, dann habe ich den See hier, der an dem Berg war. Den habe ich auch noch ein bisschen ausgebaut. Falls auch nochmal Ozeanmobs kommen und dann ist hier halt auch so, dass es da reinfließt und so weiter und man kann den See von unten betrachten und bla bla bla. Und hier sind noch zwei Fotos, wieder das eine und wieder das von Nöno Island. Ja, und hier, das soll so eine Art Wasserfall darstellen, ich weiß auch nicht genau. Hier sind dann noch vier so, wie so, hä? Warum habe ich jetzt gesagt, hier sind vier? Hier sind noch sechs so Bilder halt, die so aussehen, als würde man nach draußen schauen. Fand ich ganz nett und ja. Das Aquarium wird genau wie der Teich. Der große wird noch ein bisschen dauern, bis ich da was Vernünftiges draus gemacht habe. Ich muss jetzt kurz den Blumenladen mal durchstreichen und das Aquarium. Ja, dann geht es jetzt auch gleich weiter. Hier werde ich auch noch dran arbeiten. Ich habe jetzt die Straße, die eigentlich zu dem Stadion führt, habe ich überdacht. Und jo, dann wird hier natürlich noch alles gelb gemacht auf dem Boden, nur das ist mir leider ein bisschen stupide Arbeit. Deswegen habe ich das ein bisschen verschoben. Wollte das noch nicht jetzt gleich machen. Ja, da sind ein paar Schweine gerade am Rennen. Hier könnt ihr übrigens auch noch in das Aquarium reingucken, wenn es dann fertig ist. Beziehungsweise wenn dann da Mobs drin sind, die überhaupt irgendwas bringen. Jo, ich muss noch mal kurz was durchstreichen, dann sind wir gleich auch schon wieder dabei. Ich bin gerade am Fliegen. Ja, eine Kirche müsstet ihr eventuell schon gesehen haben. Naja, habt ihr ja gar nicht. Ja, na, könnt ihr ja gar nicht. Habe ich noch nicht gezeigt. Habe ich jetzt hier halt noch so ein Ding gebaut und hier noch das. Hier weiß ich auch nicht. Hat mir ein Kollege geschickt das Foto. Mit dem ich auch den Zombie-Modus immer Let's Play. Und ja. Dann muss ich euch noch sagen, hier hat sich auch richtig was verändert. Ich habe jetzt aus diesem Turm hier, habe ich so eine Art Wintergarten gebastelt. Ich finde es ziemlich geil. Also die Aussicht und alles. Die kann man dann später auch noch auf die selbstgebauten Dinger von den Mitmachern da halt drauf gucken. Hier sind noch ein paar Pflanzen. Und mir fehlte es leider so ein bisschen an Zeit, hier noch irgendwie nach oben, nee, Moment, nach oben dann noch eine vierte Etage zu machen, weil das ist jetzt die erste. Die zweite ist eigentlich mehr so, dass, also das ist schon mehr so eine Basis, aus der man rausschießen kann. Auch wieder mit vielen Fotos und hier auch nochmal eine Aussicht auf den Vulkan. Also eigentlich so ein Zwischenstock, den es früher nicht gegeben hätte. Und hier hat sich auch nicht viel verändert. Hier sind halt nur die Porträts dran. Und ja, wir können dann auch gleich wieder runter. So. Ja, und hier geht es dann halt noch ein Stück runter. Leider noch keine Leiter da. Und ich habe schon damit angefangen, hier was zu bauen. Also so, dass man halt hier ein bisschen rumlaufen kann. Und ihr kennt ja jetzt auch noch diese Höhle hier, wahrscheinlich aus einem anderen Part, hoffen wir es mal, in der sich hier etwas Unglaubliches befindet, und zwar so eine Art unterirdischer Bach mit Gras und so. Das ist alles zufällig generiert und deswegen finde ich das gerade so klasse. Aber das müssen wir wirklich noch irgendwann mal ausbauen, da habe ich noch nicht wirklich so die Zeit für. Naja, was soll man machen? Wenn nicht die Zeit dafür ist, dann. Ach ja, und ich wollte noch was zeigen. Hier müsste ich auch noch ein bisschen was reparieren, weil ich habe hier gesprengt.
um das ein bisschen echter aussehen zu lassen, und das ist ein bisschen daneben gegangen. Aber naja. Da kann man nicht viel machen. So, und zur nächsten Veränderung. Also wir sind jetzt hier schon einige Zeit dabei. Ich habe es auch schon gemerkt, hier nur Veränderungen zu zeigen, das muss auch ziemlich langweilig sein. Ab ins Schwimmbad. Und zwar sind die ganzen Kronleuchter jetzt hier. Hier ist jetzt hier dieser coole Boden. Also ich finde ihn cool. Jetzt habe ich hier richtig schön noch gearbeitet mit den ganzen Plakaten und was man hier, Bilder und hier auch noch und hier und Lautsprecher und Trauminsel und hier Traumschiff und bla 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 und hast du nicht gesehen und hier und da und überhaupt und irgendwie und hier und siehst du ja. Von daher müsst ihr es eigentlich wissen, was ich damit meine. Dann müsst ihr nicht. So ein bisschen aberwitzig gemeint. Ja, in der Abonnentenhalle, da finden sich noch nicht viele Leute wieder. Also ich habe sie jetzt noch nicht, ich habe jetzt noch nicht die Schilder draufgepackt von denen, die jetzt dazugekommen sind, seit dem letzten Part, wo ich die gezeigt habe. Aber naja. Und auf der Tropeninsel wird auch noch einiges gebaut werden. Natürlich leider auch erst, wenn, wenn halt irgendwann nochmal neue Mobs dazukommen, Ocean Mobs oder neue Tropen Mobs oder was auch immer für Mobbing Mobs oder ach Scheiße. Naja, wir sind bei 12 Minuten ungefähr, allein nur fürs Let's Show von dem, was ich gebaut habe. Und so langsam denke ich, dass ich wieder den HUD anschalten kann. Einmal noch Slash Clear. Ja, und dann fällt mir auch noch hier gerade so kein Stein vom Herzen, denn ich bin hier noch nicht ganz fertig. So, nämlich am Ende von Slim Island, wenn ihr die Insel kennt, hier. Also eigentlich habe ich euch das hier schon gezeigt, da weiß ich auch leider nicht. Es kann schon ein bisschen her sein. Ich denke eigentlich eher, dass ich euch das nicht gezeigt habe. Es ist hier wirklich ein gigantischer Canyon. Unterirdisch, also ist einfach nur halt, dass ihr euch den auf dem Meer angucken könnt. Ja, ich fand den so gut, ja, dass ich dann halt sowas gebaut habe darum. Ja, und die Brücke, die ist noch lange nicht fertig. Da werde ich wahrscheinlich auch erst mit Singleplayer Comments, wenn 1.5 rauskommt, werde ich da arbeiten, weil ich hasse einfach diese stupide Arbeit, Block für Block, bei so einem riesig langen Ding hier umzusetzen. Und ja, hier ist halt im Sumpf, geht es jetzt halt weiter. Das ist unsere neue Insel, die habe ich mir jetzt ausgesucht, um hier weiterzubauen. Hier sind, hier wird halt noch was angebaut und alles. Und hier ist auch noch was zum Reinfahren. Ja, und bei den Canyon wird es dann später noch gehen, aber naja. So, und jetzt kommen wir wirklich zu dem, was eigentlich jetzt gerade im Moment für diese Folge zum Bauen noch sehr wichtig wäre. Also mir jedenfalls wäre es wichtig, jetzt das hier fertig zu bauen. Und zwar rede ich von meinem neuen Haus, in dem ich später auch, also mein Haupthaus. Weil ich habe mir noch kein so ein Haupthaus gemacht, von dem, wo ich halt immer jedes Mal pennen gehe, wenn es Nacht wird. Also wenn ich jetzt gerade keinen Bock habe, Set 0 einzugeben bei Time. Ja, also hier ist halt mein Computer mit Lautsprechern. Ein Kühlschrank, eine Waschmaschine. Ein Ofen, Pflanze, was zum Sitzen und Essen. Hier ist nochmal Licht halt. Das hier hat mal wieder nicht funktioniert. Eigentlich wollte ich hier Eis hinpacken, aber naja, es hat nicht funktioniert, wie schon gesagt. So. Jetzt sind wir auch wieder befreit von dem ganzen Müll, fast jedenfalls. So, jetzt ist es weg. Immer noch nicht ganz. So, jetzt ist es aber weg. Und Sandstein können wir gleich auch mal in die. Nee, Sandstein, meinte ich. Den können wir auch gleich mal aufnehmen da mit rein. Und ich würde sagen, da das jetzt hier mehr oder weniger. Ja, geschmolzen ist alles. Ist der Metallboden eigentlich auch unnötig geworden und wir können den durch Holzboden ersetzen. Ich liebe dieses helle Holz einfach. Das sieht so nach Strand aus, also das Birkenholz. Das baue ich wirklich sehr gerne.
Aber es ist halt immer so eine Sache, welches Holz ihr nehmt, weil natürlich sieht das Fichtenholz auch sehr elegant aus. Also ich glaube, das war das Dunkle. Weil es sieht einfach ein bisschen antik aus und ja. Aber das helle Holz passt auch sehr gut hier zu Baden, Badezimmer, weil es ja auch sehr gut zu Wasser und Sand passt. Und ja. In der Bücherei habe ich halt auch noch mit Steve Jobs hinten. Da gehört er auch eigentlich hin. In Gedenken. Ja, Erfinder von besten Apple-Produkten, die es gibt. Ist wirklich ein genialer Mann. Finde ich. Und er hat auf jeden Fall einen Platz in Minecraft und in meinem Haus hier verdient. Okay. Dieses zweite Stockwerk wird gleich auch darüber gesetzt. Mit auch wieder Birkenholz als Boden und das Ganze wird dann halt auch nochmal mit Sandsteinwänden umzogen und dann wird noch irgendwie ein Dachboden draufgesetzt. Dann will ich mir noch überlegen, irgendwie mit Spinnenweben und so noch irgendwie ein bisschen antiker aussehen zu lassen. Vielleicht werde ich auch was anderes mir überlegen, aber das müssen wir noch gucken. Okay, also auf jeden Fall ist es ganz witzig hier an dem Haus zu bauen in dem Minecraft-Part. Ich muss auch ganz ehrlich gestehen, bauen macht einfach bei Minecraft viel mehr Spaß, wenn man nicht aufnimmt, aber ja, ich will die Zuschauer, die ich bei Minecraft noch habe, ja jetzt nicht sitzen lassen. Also in Minecraft werde ich nie abbrechen. Aber ihr müsst damit rechnen, dass immer jetzt die Folgen, also die nächsten Folgen auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, auf jeden Fall schon mal die nächsten 25 werden zum größten Teil daraus bestehen, dass einfach, ja, dass einfach 50% der Folge Let's Show sind und 50% Bauzeit und 57 zum Bauen sind und wir halbe Stunde Part. Ja, der wird jetzt auch nur 13 Minuten gehen und ja, das hochzuladen ist natürlich schon fast eine Qual für mich, also weil das ist, fast ein Gigabyte, also wenn ich das jetzt so render mit meinem Mac halt, wie das jetzt gerade ist, dann dauert das halt eine ganze Ewigkeit, bis das gerendert ist und das ist dann auch leider noch eine ziemlich große Videodatei, die, naja, sagen wir mal so, ich glaube, die letzte Videodatei war 840 MB, die eine halbe Stunde ging von Minecraft. Das ist echt so eine Sache. Also für mich lohnt sich das jetzt nicht mehr so richtig. Na, dann einfach Minecraft noch aufzunehmen und ich erzähle jetzt auch nur gerade so einen halbwegs langweiligen Müll, weil ich glaube, dass jetzt gar nicht mal so viele Leute mit zuschauen nach 18 Minuten und 20 Sekunden. Hoffe, dass ich richtig getroffen habe. Ich weiß zwar auch nicht warum, aber hier kommt auf jeden Fall noch ein Gemälde hin. Okay. Ich wollte die Bubble Tea Werbung vielleicht nochmal hier hinklatschen. Wir haben die ja noch nicht in dem Haus hier. Wobei eigentlich nochmal den Steve Jobs. Nee. Balotelli. Nochmal Steve Jobs. Irgendwas 4x4. Ja, dann mache ich links hier Birkenholz neben. So. So, das läuft doch eigentlich ganz gut. Na, weg damit erstmal. So, jetzt müssen wir den Zaun kurz suchen. Eine Druckplatte. Und eine Treppe. Dann mache ich nämlich jetzt. Jetzt mache ich nämlich dann erstmal eiskalt eine Tischreihe. So, dann geht es jetzt weiter. Zack, zack, zack. So, Fackeln müssen natürlich auch wieder angebracht werden, wie immer.
Okay, hier ist die Mitte. Ja, das sieht ganz nett aus. So. So. Gut. Mir fällt gerade auf, dass ich leider etwas ruhiger geworden bin, aber natürlich muss ich jetzt hier noch ordentlich dabei bleiben. Ich will ja nicht, dass ihr dabei einpennt. Da kenne ich ja auch genug Let's Player, bei denen das passiert. Ich hoffe nicht, dass ich einer davon bin. Ah, ich hoffe es jetzt wirklich. Das ist jetzt nicht mal als übler Scherz gemeint. Ja, das sieht an sich ja eigentlich ganz schön aus. Ist nur ein bisschen dumm proportioniert an dieser Wand. Ich finde das ganz nett und irgendwie hier. Ja, das wäre eigentlich auch ganz gut gewesen. Aber, nee, die Katze, die war... Ach, nee, ich meine die Joyce. Das ist meine Katze. Vielleicht wäre die auch noch eine gute Möglichkeit gewesen. So, das sieht gut aus. Okay. So, weiter geht's dann halt. Hier noch Blumentopf. Dann brauchen wir noch einen Fichtensetzling. Genau, das ist der richtige. Ich finde, das sieht echt geil aus. Stylisch auf jeden Fall. Bei Hacky Craft. So, und dasselbe machen wir nochmal hier. Ey, ich finde ja, die Blumentöpfe sind mit die. Also, die Blumentöpfe und Rahmen sind einfach die beste Erfindung, die der Minecraft-Entwickler, beziehungsweise Notch und seinem Team. Also, die jetzt in den letzten paar Monaten gemacht haben, weil es einfach so krass geil. Ich muss auch noch dran denken, die Rahmen irgendwo hier noch zu platzieren. Das werde ich wahrscheinlich auch wieder außerhalb der Parts machen. Und ja, wer noch weiter zuguckt und sich auch für die Map an sich interessiert, die wird, also die neueste Version, jetzt wird ab Part 75 wieder zum Download bereitstehen. Mit weniger Geklicke und mehr MB. Nein, Quatsch. So. Jo, und die letzte Version der Map war ja Part 50, wo ich gerade die Tropeninsel fertiggestellt hatte. Den ganzen Einzelheiten und so, die ich noch dran bauen musste halt. Also, ich musste so alles halt mit Knochenmehl überschäumen, damit das halt so ein bisschen noch bewachsener aussieht als normale Insel. Ja. Und es ist einfach immer wieder geil, Minecraft zu spielen, muss ich auch mal ganz ehrlich sagen. Ich finde es ja wirklich ziemlich geil, was auch teilweise Neues bei Minecraft rauskommt. Und ja, diese ganzen Mobs, die teilweise schon dazugekommen sind, zum Beispiel die Hexe. Ich glaube, die sperre ich jetzt hier irgendwo gleich noch ein in meinem Haus. Wenn man sie denn gefangen halten kann. Muss ich mal gucken, ob das geht. Ich sag nicht, hier sind Fledermäuse in meinem Haus gespawnt. Ich höre gerade eine Quieke. Geht mir schon ziemlich auf den Sack, aber wenn es jetzt auch noch Fledermäuse sind, dann ist ja noch besser. So. Das muss leider dann auch noch weg. So richtig schön gastlich hier. So, fertig. Cool. Nee, das sieht scheiße aus. So kann man eigentlich schon. Ja, so sieht's gut aus. So, die Hexe wollen wir hier einsperren.
Die Witch, die alte Bitch. Komisch, die will irgendwie gar nicht spawnen. Gut, dann müssen wir wohl was anderes bauen. Das ist natürlich doof, aber naja. Muss halt natürlich mal wieder sein. Okay, Treppe. Eichenholz, Birkenholz, das ist das richtige Holz. So. Na, wie jetzt denn wohl? So, mein Güte. Hier will einfach heute irgendwie gar nichts funktionieren. So. Spielen. So, und hier kommt auch was Verstecktes unter der Treppe zum Vorschein. Yeah. Ein Geheimgang wäre geil. Oder ein Keller. Ein Keller wäre geil. Aber eigentlich ist das auch nicht so das Wahre. Was können wir denn hier einlagern? Ah, genau, einlagern. Das ist das Stichwort. Wir können hier Patronen hinhauen. So. Genau. So. Das wäre es dann eigentlich auch schon. Tür. Nee, so. Genau. So, ab nach oben. Yeah. Natürlich ist Minecraft wie immer eine wunderbare Sache. Und ja, wir sind gerade richtig schön dabei. Wir bauen hier einfach nur locker flockig irgendwelche Sachen zusammen. Craften braucht man ja zum Glück im Creative nicht. Um sich alle möglichen Sachen zu beschaffen. Also wenn ihr irgendwann mal neue Ideen habt für das Let's Play Minecraft kreativ oder wenn ihr mitbauen wollt, dann meldet euch doch einfach. Und dann werde ich mal gucken, wenn ihr das irgendwie schafft, vielleicht auch noch so, dass wir zu zweit zocken können. Dass irgendwie, dass ich dann noch was baue. Das kann ich dann natürlich auch, also das Together kann ich dann natürlich auch auf YouTube hochladen. Kein Problem. Ich kann euer Kanal dann auch gerne erwähnen. Damit habe ich auch überhaupt kein Problem. Hier muss noch irgendwas hin. Ich glaube, ein paar Gemälde wären nett. Ja, das ist richtig so. Aber mehrere davon zu finden ist zu schwer. So. Genau. Oh, nee, ich hatte was Richtiges und jetzt habe ich es einfach weggeklickt. Unnötig. So. Na komm. Nicht dasselbe, das sieht scheiße aus. Dasselbe zu nehmen. So, jetzt macht doch endlich, jawohl, ey, jetzt haben wir was anderes. Ne, das passt nicht so ganz dahin. Scheiße. Kühlschrank können wir hier hin tun. Das wird ganz okay aussehen. Nicht Balotelli. Mal den Kühlschrank. Den Kühlschrank. Also Leute, vergesst mal wieder nicht, also wenn ihr es mochtet, das Video Daumen hoch und wenn ihr das Let's Play mögt, ladet euch doch die Map einfach runter. Und ja, ich versuche hier noch verzweifelt den Kühlschrank zu kriegen, bevor der Part zu Ende ist. Ja, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part.
Vielleicht wird es wieder 30 Minuten, wahrscheinlich aber eher 15. Und tschüss.